Ja, grüß Gott, Leute! Zeit wird sich den 100% weitgehend zu nähern. Ihr müsst entschuldigen, dass das hier leider nachvertont ist, aber ich musste halt alles zusammenschneiden. Das war halt sehr, sehr stressig und vor allem auch viel Arbeit. So, dann Nummer 1, das was wir vergessen haben, befindet sich in der Hylianischen Steppe. Und zwar gibt es hier gleich zwei Stück auf einem Fleck. Inmitten von Millionen von Piranha-Pflanzen. Das ist natürlich sonderlich geil. So, das war mal Nummer 1. Und nom nom nom. Zuerst mal ein bisschen veganes Futter. Und Nummer 2. Ich habe auch gleich alle Stempel hier reingeschnitten. Es ist sich tatsächlich ausgegangen.
Also daher ist auch, wie gesagt, nachvertont ist, weiß ich natürlich auch schon die Länge. Es sind beinahe exakt 21 Minuten. Ein bisschen länger ist es dann doch. Und ich werde mal für mich die Lautstärke von meinem Headset ein bisschen reduzieren, weil das ist dann doch etwas zu laut. Ja, hat einige Tage gedauert, deshalb kamen auch in letzter Zeit weniger Parts. Vor allem die letzten 2 bis 3 Wochen, das hat halt schon gedauert. Ich habe mir zwar eine Liste zurechtgelegt, aber mal ganz ehrlich, das Ganze zu finden, wie hier zum Beispiel auch in der vergessenen... Und das ist eine Betrugsseele. Weil die hier... Ja, genau das passiert. Und zwar, man fällt runter oder die Seele fliegt einfach in die Wand rein. Auch wenn die Katzen hier süß sind, brauchen tue ich das nicht. Und ganz ehrlich muss ich sagen, das ist eine der beschissensten Geisterseelen. Geisterseelen. Ja, sonst ist okay, aber muss ich halt auch nicht unbedingt haben. Die Stempel, ja, war nicht so schwer zu finden. Ich muss leider dazu sagen, 3 der Geisterseelen sind tatsächlich... Im Übrigen, das ist jetzt im Goronen, also am Weg zu den Goronen, oben auf dem Plateau, wo die 80 Rubine rumliegen. Könnt ihr euch ja mal anschauen, so ein bisschen Geld farmen. Das hier ist am Friedhof in Kakariko. Ja, geht auch, muss ich sagen. Sonst nicht weiter schlimm. Die 3 Geisterseelen sind tatsächlich in der Drillhöhle. So heißt sie wirklich. Ich nenne sie halt immer Heldenhöhle. Das hier ist in der Lampenhöhle Nummer 1 unten im Kakariko-Tal. Witzigerweise, einen Stempel haben wir vergessen, den hätte man schon lange, lange holen können. So dann. So, da wären wir in der Nähe vom Hyliasee auf der unteren Ebene. Leider muss ich sagen, war die hier etwas nervig zu bekommen. Daher sie, ja, lange Zeit braucht, bis man da hochkommt. Vor allem in der Nacht ist es da nach oben zu kommen gar nicht so leicht. Und vermutet sie hier natürlich auch nicht, weil nebenan ist ja auch gleich ein Spot für diverse andere Sachen. Das bedeutet halt, man übersieht sie leicht. Und das hier ist, Moment, unten im südlichen, in der südlichen Ebene von Hyrule. Hier muss man leider erst das ganze Gesindel ausschalten, sonst geht es überhaupt nicht. Und die lassen einen auch nicht in Ruhe. Ich muss dazu sagen, ich bin 2-mal gestorben. War halt auch offscreen, das heißt, wir zählen es nicht dazu, weil es ja als Sieger gezählt hat. Also Siegdev. Inzwischen bin ich sogar schon, weil ich ja auch weiter Let's Played habe, in der Drillhöhle gewesen. Das war gar nicht so schwer. Da fand ich persönlich die Wolfshöhle wie schwieriger. So, das erkennt man natürlich, das ist im Wald von Fyron. Ja, nicht allzu schwer zu finden. Ist auch der einzige Weg rüber, außer man hat die Lampe. Ja, war okay. So, das hier ist der Sockel vom Master Sword. Kann man sich direkt hinbeamen, ist eine recht angenehme Geisterseele. Was ich halt persönlich kacke finde, ist, dass man den Tag-Nacht-Zyklus halt nicht verändern kann. Das heißt, es ist eine riesige Warterei. So, das ist auf dem Weg zu dem also zu dem Yeti oder was weiß ich was. Was der genau ist. Wo man sich durchbuddeln muss. Genau da ist das. Und da muss man auf der Seite so eine Eiswand mit dem, wie heißt das schnell? Na? Heißt das Ding Streitkolben oder was weiß ich was? Egal. Das hier ist auch auf dem Bergpass, allerdings weiter vorne. Da ist man schon einmal
mit dem Blatt nach unten gebordet. Dann, wenn man sich umdreht und auf den Hügel zurückläuft, so wie ich eben gerade, also man rennt wirklich über die Rennstrecke. Man kann im Übrigen auch bis zu dieser Anhöhe zurücklaufen, das wusste ich bis heute nicht, dass das möglich ist. Also man kann da relativ weit zurücklaufen. Was man nicht machen kann, ist an ihm vorbeilaufen, das heißt, man muss schon zumindest drunter fahren, man kann dann wieder raufrennen, aber ansonsten kommt man da nicht weit. So. Das ist ein bisschen die fiese Stelle. Warte kurz. Ah ja, jetzt kommt's. Hier rutscht man leicht ab, wenn man nach oben geht. Hier muss man sich irgendwie nach unten trauen, aber das habe ich mich zweimal nicht getraut und bin zweimal runtergefallen. Das habe ich aber schon rausgeschnitten, weil man dann zu blöd geworden ist. Ja, der Rest von der Geisterseele ist natürlich sauteppen einfach. Ist okay, sage ich mal dazu. Aber geht halt auch besser, ne? Allgemein finde ich, sind 60 Geisterseelen ganz okay. Das ist in der Ebene von Hyrule, aber erkennt man, glaube ich, ist eine also westliche Ebene. Hier ist einfach nur eine Höhle, bisschen westlich, also ja, bisschen westlich im HD oder im Original halt, woanders auf der Seite. Da bekommt man aber, glaube ich, keine Geisterseele, sondern das ist was anderes. Hier bekommt man, soweit ich mich erinnern kann, einfach nur einen Stempel, wenn es wahr ist. Aber die Viecher regen auch brutal auf. Also, ich habe einen Tipp für euch, ich habe leider nicht daran gedacht. Der Bogen ist hier sehr empfehlenswert. Man kann natürlich auch auf die Viecher warten. Dann kommen sie zu einem, man muss hier die Fackeln anzünden, dann müsste man, soweit ich weiß, einen Stempel als Preis bekommen. Ja, so schwer versteckt ist es nicht, allerdings ist es halt scheiße zu finden, weil einem die ganze Zeit die Wildsäue hinterherjagen. Es gibt noch einen Stempel in Hyrule, den, also hier auf der Ebene meine ich. Und das ist der Hylianische See. So, jetzt sind wir auf der nördlichen Ebene, also wenn man vom Zora-Fluss, also nein, wo man rauf Richtung Zoras geht, Entschuldigung. Man muss halt dann die Abzweigung nehmen. Und die spült einen dann eh hier rein. Und wenn man ganz nach vorne zu diesem Gitter schwimmt, dann ist vorne ein kleiner Käfig auf die Art, der, ja, also mit dem kann man dann halt den Stempel bekommen, ne? Da ist dann eine Truhe drinnen. So, das hier ist am Oberlauf, das habe ich nachher reingeschnitten, weil ich es weil es die Reihenfolge halt ist, in der ich es aufgenommen habe. Das ist der obere, das ist direkt bei dem Fluss, hier muss man Skulpturas töten. Und jetzt weiß ich wieder, wer das Item von vorhin hieß, also am besten, ihr tötet auch die Skulpturas. Hier mache ich es noch nicht, aber ich zeige es dann gleich vor. Mit dem Morgenstern, weil das können sie nämlich nicht blocken. Oder ihr lasst sie halt kommen und stecht sie mit dem Schwert ab. Das bleibt natürlich euch überlassen. Moment, muss kurz die Lampe ausrüsten. Perfekt. Ich habe den Morgenstern versehentlich. Ja. Ich bin halt auch versehentlich drauf gekommen, weil ich die Skulptur das einmal zufällig so gekillt habe, wie man jetzt sieht. Und ja, man kann sie mit ein bis zwei Schlägen töten. Also ich glaube, es waren zwei, weil ich die eine vorher blöd erwischt habe. Aber es ist halt sehr interessant, weil so erspart man sich halt viel Zeit. Und die Eiswand, von der ich vorhin gesprochen habe, die müsste natürlich auch mit dem Morgenstern zustellen, ist ja klar. Ich weiß gar nicht, ob das mit einem anderen Item geht, aber ich glaube eigentlich nicht. Oh, Geld! Na, das nehmen wir natürlich mit. Die sind ja alle geldgeil, ne? Das Geld kann man sehr, sehr gut gebrauchen, vor allem in der Drillhöhle ist das sehr angenehm, wenn man die Magierüstung anziehen kann. Hier haben wir das Hylianische P. So, das hier ist am Zorasee. Das hat ein bisschen gedauert, das zu finden, weil ich mich zweimal verlaufen hatte. So, das war ein bisschen gemein, weil hier muss man sich auf jeden Fall in einen Menschen zurückverwandeln und muss die Viecher abknallen. Ich habe jetzt Bombenpfeile, aber das ist wurscht. Ich kann ja wechseln, wenn ich will.
Aber ich finde es einfach schöner, die Drecksviecher in die Luft zu jagen. Was war das? Naja, egal. Ich habe mir auch bereits angesehen, wie die Wolfshöhle ausschaut. Ich muss euch leider sagen, sie zählt zu den ursprünglichen 100% des Spiels nicht dazu. Man bekommt nichts dafür. Es gibt keinen Preis, keinen relevanten. Man könnte es halt einfach für die LP 100%, dass man wirklich alles gezeigt hat. Aber das könnte ein bisschen dauern, Leute, weil ich muss mich einspielen. Ich bin mit dem Wolf nämlich überhaupt nicht in Übung. Und ich weiß vor allem auch nicht, ob ich die Zelda-Amiibo noch bekomme. Vor allem, weil die Wii U ja abgeschrieben ist inzwischen. Ich habe ja nur eine, weil ich dieses HD-Remake haben wollte und weil es auch wesentlich besser von der Qualität her ist als die anderen Teile. So, hier haben wir das Villianische S. Was ich vergessen hatte, wenn man alle Geisterseelen hat, bekommt man von Grogor, der Katze von Giovanni, ebenfalls einen Stempel. Und das ist sogar der Katzenstempel, glaube ich. Ja, bla bla, gib her. Hä? Ach ja, richtig, die gibt einem auch 200 Rubine, wenn man sie befreit. Und sie gibt einem den Rubinstempel. Ach richtig, der Katzenstempel ist woanders. Wenn es da überhaupt einen gibt. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, aber ich habe jetzt das Inventar, also dieses Buch halt auch nicht im Kopf. Ja, ich kann mich halt gerade nicht in einen Menschen verwandeln, aber es ist jetzt auch egal. Ich zeige euch gleich den nächsten ohne Schnitt, weil der ist hier sowieso gleich 5 Meter um die Ecke. Da waren früher nur 100 Rubine drinnen, das weiß ich auswendig, weil die Truhe war eine der letzten, die ich persönlich holen konnte. Und ich muss da ganz ehrlich dazu sagen, die hat doch recht abgefuckt, als ich sie damals geholt habe. Weil das war so viel Aufwand, man musste so lange warten für 100 schleppische Rubine, die man sowieso nicht brauchen kann. Außer man geht halt in die Drillhöhle und holt sich dort alles ab. Kann man machen. In der Wii-Fassung ein bisschen unnötig. Weil der einzige Preis, den man dafür bekommt, ist Feentau. Na komm, komm, komm schon. Joa. Hier muss man wirklich ganz an der Edge stehen, sonst geht das nicht. So. Ich habe auch die Truhe lange Zeit nicht gefunden, muss ich ganz ehrlich zugeben. Als Kind zum Beispiel habe ich die nie geholt, weil es mich einfach nicht interessiert hat. Ich habe auch die HD-Fassung noch nie zu 100% durchgespielt. Ganz ehrlich, Julianisches V. So, jetzt sind wir in der südlichen Ebene von Hyrule, mal wieder. Und hier ganz an der Ecke Richtung Firone im Westen, Leute, nicht im Osten. Gibt's eine große Truhe. Und da ist wieder ein Stempel drinnen. Den schlafenden Wolf. Okay. Wurde ich hier nicht sogar verarscht? Ja, genau. Hier wurde ich nämlich hochgeprügelt. Ich wollte noch die kleine Schatztruhe haben. So, das hier ist, Achtung, im Waldschrein. Der Raum mit dem Wasser. Neben dem Schlüssel von, also neben dem großen Schlüssel rechts. Oder auf der Karte halt weiter oben, rechts vom Schlüssel halt, ist so ein kleiner Durchgang zum Durchschwimmen. Da kann man sich das holen. Also ihr seht eh, da ist die Brücke und jetzt kann man rüber. Das ist sehr, sehr schwierig versteckt. Hm, ja. Das ist wieder ein bisschen einfacher. Das ist der Raum vor dem Master Sword hier. Also vor dem Sockel. Hier gab es auch mal ein Herzteil, wer sich erinnert. Einfach hier hochziehen, hochgreifen, also hochklettern, dann den Gleiter auswählen und hier an der Schiene entlang fahren. Ihr müsst nicht abfliegen, Leute. Ihr müsst einfach nur beenden und zwar im richtigen Moment, weil sonst bounce ihr wieder raus oder kann sonst was passieren. Also einfach wie hier beenden ist ja nicht schwierig. Und hier ist das Hylianische X. Und jetzt zeige ich euch noch ein Geheimnis, das sich hier in der Koronenhöhle befindet, aber noch nicht in der Mine. Leute, noch nicht in der Mine. Denn hier lagert Folgendes.
Wenn ihr nach unten fahrt, ihr habt ja von der Therme vielleicht schon mal gesehen, also von der Kronentherme, dass hier ein Stein im Weg war, wenn wir die Höhle hineingegangen sind oben. Das geht jetzt tatsächlich, wenn man hier beiseite schiebt, den Stein, dann kommt man hier auf der einen Seite in das Thermalbad rein und auf der anderen Seite gibt es auch noch einen Stein. Also hier unten. Und der führt uns tatsächlich, ihr werdet es kaum glauben, an den Anfang. Moment, ich zeig's kurz. Der führt euch dahin, wo dieser riesige Fels mal eingeschlagen ist. Hier, man sieht eh noch schöne Krater. Ganz geil. So, jetzt sind wir in der Kronenmine, in dem Raum mit den vielen Bogenschützen. Ich bin hier nur kurz mal runtergegangen, weil ich dachte, die Schatztruhe wäre unten. Nein, ist sie nicht, sie ist oben. Und zwar, wenn ihr hier nach oben geht, in den Raum, wo ihr die Magnetbänder wieder verwenden könnt, dann ist hier auf der Seite, da wo die Magneten auf jetzt rechts sind, ein Netz zum Hochziehen. Ja, auf einmal kann der Greifhaken weiter. Ich habe das leider schon geöffnet. Das, ja, tut mir leid, aber da wäre es gewesen. Ah, der liest wieder heimlich Briefe. Hier in Ordon, im Ziegenstall, gibt es auch noch eine geheime Höhle. Hier muss man alle Viecher töten. Das mache ich natürlich mit Vergnügen, weil ich hasse die Ratten. Und hier gibt es sonderlich viele Krüge. Und einmal blaues Gelee. Oh. Kann alle Herzen auffüllen. Und tatsächlich, Leute, gibt es trotz dessen, dass es keine Herzen gibt in der, hier im Heldenmodus, gibt es die Möglichkeit, dass man sich in der Drillhölle heilt, Leute. Ihr werdet es dann sehen, allerdings müsst ihr euch beeilen, um das zu schaffen. Also wenn ihr es machen wollt, dann auf jeden Fall Folgendes machen. Nehmt euch im Vorhinein schon Flaschen raus und schießt mit dem Bogen. Das ist ein Überlebenstipp. Wenn ihr nämlich einen goldenen Schleim seht, dann könnt ihr ganz gut gewinnen. Und ja, jetzt haben wir einen der letzten Stempel. Es sind glaube ich noch drei, wenn ich mich nicht verrechne. Ich weiß es nicht, ich sehe mir das Video jetzt im Endcut an, also... So, das hier ist wieder auf dem Hyrule, direkt hinter der Brücke. Die blöden Wildschweine nerven mich nur gerade. Nerv nicht! Kennt ihr dieses Video? Das ist so dämlich. Gut. Hier ist auch nochmal ein Stempel drinnen. Link traurig. Oh, hat dich Zelda verlassen. Okay, wir sind mal nicht so unbescheiden. Das hier ist ein bisschen schwieriger, Leute. Und zwar, wenn ich hier nach oben zieht, da wo der Schmetterling ist, östlich von Hyrule-Stadt. Ups, ein bisschen daneben. Gibt es auch noch einen Steinkreis und da könnte ich auch einbuddeln. Man glaubt's nicht. Und hier sind diese Helmersaw, die ich auf den Tod ja nicht leiden kann. Und die besiegt man einfach wie gehabt. Man nimmt ihnen die Maske weg und sticht sie auf und macht das in ein Kebab. Jawohl, ohne Schaden alles. Na Link, nimmst du bitte die Maske weg, danke. Und fertig! Yay! Freude! Mhm. Passt schon. Wütender Link, naja. So, und der letzte Stempel, der uns fehlt, der ist mir im Schattenpalast entglitten. Und zwar hier oben. Ihr habt ja vorhin gesehen, wo ich auf der Karte war. Und zwar im rechten Abteil, im ersten Raum. Also im ersten richtigen nach dem Bergab, wo das Herzteil war. Die Hand verfolgt einen natürlich nicht. Wir können diese Kugeln und Positionen natürlich aktivieren, weil wir die Solar schon auf dem Schwert haben. Und hier ist der letzte Stempel mit nur wütend.
Und jetzt erhalten wir auch einen, den letzten Stempel, und zwar die wahre Midna. Das ist ein bisschen ein Spoiler, außer man kennt das Spiel natürlich, dann ist es egal. Oh!